wir so spät gekommen sind. Ja, wir müssen uns verzeihen, weil zwar die Strecke ist lang, wir haben es noch nicht geschafft, so rückwärts loszufahren, wie wir wollten, wie wir geplant hatten. Juma aber dazwischen, dann gab es Bauch. Ich meine, natürlich, man braucht ja keine Ausreden zu finden. Ich finde das sehr toll von den Brüdern und Schwestern, die gewartet haben. Möge Allah Azzawajal die Zeit, die ihr gewartet habt, euch hoch anrechnen und auch, dass ihr hier jetzt noch seid. Und bi'idhnillahi ta'ala, das nächste Mal schaffen wir es besser mit der Planung. Ja, sind wir vorher da oder bringen wir mehr Zeit mit, dass wir am nächsten Tag noch Zeit haben und so. Aber trotz dessen werden wir versuchen, uns gegenseitig zu ermahnen. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتُ الذِّكْرَ. Und ermahne dort, wo die Ermahnung einen Nutzen hat, wo die nützlich ist. Und ich denke mir, in einem Ort, den wir Masjid nennen, ein Ort der Niederwerfung, ein Ort, wo die Muslime sich aufhalten, wo Ahlul Masjid zusammengekommen, die Leute der Moschee zusammenkommen, ist sowieso bi'idhnillahi ta'ala die Ermahnung am nützlichsten. Und die Ermahnung ist für den Gläubigen auch nützlich. Und deswegen werde ich versuchen, ein paar Minuten, weil wir können jetzt auch nicht die Vorträge dehnen aus dem Grund, dass wir so spät haben und ich denke mir, die ein oder andere ist müde, werde ich versuchen, ein paar Minuten Wörter mitzugeben, die uns an Allah subhanahu wa ta'ala erinnern, Wörter mitzugeben, die vielleicht unsere Herzen ein bisschen bewegen. Ja, und wir selber zu uns sagen, okay, komm, lass uns versuchen, besser zu werden. Als allererstes, liebe Geschwister, wir wissen ganz genau, dass jeder Diener, ob Mann oder Frau, Sünden begeht. Und Sünde, liebe Geschwister, ist das, was in deiner Brust ist. Hier drin, du weißt es und du willst, dass keiner darüber Bescheid weiß. Egal wie eng mit jemand ist, egal wie gut du jemand kennst, sogar die Frau, mit der du das Ehebett teilst, die schläft mit dir jede Nacht nebeneinander, du willst nicht, dass die deine Sünde kennt. Und jeder hält das von sich hier drin und versucht es verborgen zu halten. Und liebe Geschwister, trotz dessen, dass wir jeder Sünde begehen und mit Allah subhanahu wa ta'ala Sünden vergeben, heißt es nie für einen Gläubigen, für einen Muslim, egal was auf ihn kommt, dass der aufgeben muss oder dass der aufhören soll. Dass Allah subhanahu wa ta'ala uns die Vergebung gewährt hat. Dass wir um Vergebung beten dürfen. Dass Allah subhanahu wa ta'ala die Vergebung und die Reue seines Dieners liebt und möchte. Und ihr kennt die bekannten Hadith, liebe Geschwister, die bekannte Überlieferung vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der was schon sagt, der diese Liebe der Reue von Allah vergleicht. Und guck mal, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gibt Vergleiche, damit wir eine Vorstellung davon haben können. Er gibt Vergleiche, damit wir uns etwas vorstellen können. Genauso, liebe Geschwister, wie das Vergleich, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam an ein Haus vorbeigeht, was gebrannt hat oder brennt, und der sieht, wie eine Frau ihr Kind sucht, aus Sorge zu ihrem Kind. Die Mutter sucht ihr Kind und die findet das Kind, umarmt es. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, denkt ihr, dass diese Mutter dieses Kind jemals im Feuer werfen würde? Sahaba radiallahu anhum sagen, niemals, niemals, welche Mutter würde sowas machen? Niemals. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherziger zu seinen Dienern, barmherziger Afi. Und hier kommt der Vergleich, barmherziger zu seinen Dienern als die Mutter zu ihrem eigenen Kind. Um uns klar zu machen, welchen Herrn wir dienen. Da die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala ist breit und ist nicht erfasst von unserem Gehirn, liebe Geschwister. Von unserem Denken ist die Barmherzigkeit, die Rahma, die Allah subhanahu wa ta'ala besitzt, ist nicht erfasst. Diese Eigenschaft ist nicht erfasst, ist nicht zu erfassen. Können wir nicht. Können wir nicht. Der Mensch, liebe Geschwister, im Allgemeinen, wenn er mit einem Menschen Clinch hat, Probleme hat, wie Barmherzigkeit sind wir? Nehmen wir den saubersten Mensch. Den saubersten Mensch, den mildesten Menschen, wenn wir den finden würden. Wenn einer kommen würde und er würde den von hinten schlagen, der würde schon sagen, bist du verrückt? Hast du ein Problem? Der mildeste vielleicht von uns. Der würde darauf nicht klarkommen, liebe Geschwister. Guck mal, wie viele Menschen jetzt Allah subhanahu wa ta'ala leugnen. Allah subhanahu wa ta'ala sich widersetzen. Allah subhanahu wa ta'ala kennen,
glauben, dass sie wissen, dass Allah gibt und sie glauben an Allah, weil diejenigen, die leugnen, sie wollen, die glauben nicht an Allah. Diejenigen, die meisten sich widersetzen, sie haben keinen Glauben zu Allah subhanahu wa ta'ala, sie kennen ihren Herrn nicht. Aber es gibt welche, die haben Allah erkannt. Sie kennen ihren Herrn, ja, achi. Ich meine, natürlich, sie haben das nicht verinnerlicht, diese Erkenntnis, aber sie wissen, es gibt einen Herrn, der über alle Dinge herrscht, und sie wissen, es gibt sein Sterben, und sie wissen am jüngsten, es gibt sein Qiyam, ein Gericht. Und trotz dessen widersetzen sich ihren Herrn, sündigen, sind gegen Allah subhanahu wa ta'ala, wie einer würde sagen, ja, der eine macht kleine Sünde, der andere macht groß. Die Rechtsgelehrten sagen, klein, groß. Eine Sünde, wer eine Sünde begeht, er muss sich fragen, gegen wem er sich anlehnt. Wir kennen doch von den Tabi'un, die gesagt haben über Sahaba, die zu Tabi'un gesagt haben, ihr seht Sachen klein, sie waren bei den Sahaba groß. Versteht ihr, was ich sagen will, liebe Geschwister? Und Allah, der Allerbarmer, der Barmherzige, zerstört diese Menschen nicht. Er sagt, was ist mit dir los? Und der macht vernichtet ihn. Er lässt sie leben. Er gibt den Gaben von diesem Leben. Er lässt sie essen, trinken, atmen, verstehen. Er lässt sie vom Leben Dinge kriegen, liebe Geschwister. Könnt ihr euch das vorstellen? Deswegen sage ich, können die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala können wir nicht erfassen. Können wir nicht, auch wenn wir wollten. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der beste Mensch, die beste Schöpfung, liebe ich, afdalu khalq, die beste Schöpfung, gibt einen Vergleich, um zu verstehen oder um wenigstens etwas zu verstehen. Diesen Vergleich mit der Mutter und ihrem Kind. Damit der Gläubige sagt, subhanallah, so barmherzig. So barmherzig. Und trotz dessen, liebe Geschwister, subhanallah, und wir Leute, die wir uns in der Moschee treffen, erreicht uns, der Shaitan schafft es, uns in einer Sünde zu überreden. Indem der Waswas macht, der kommt und erzählt uns, mach, guck hin, schön, oder begehe, sag das, läster, mach, tu jenes und das. Er schafft das, obwohl wir dessen bewusst sind. Wir sind dessen bewusst, liebe Geschwister, weil der Diener Allahs, der Mensch, als Geschöpf schwach ist. Aber, liebe Geschwister, nicht vergessen, Bruder und Schwester im Islam, nicht vergessen, wir können immer zurückkehren. Wir können immer zurückkehren. Egal, welche Zeit über uns kommt, wir können zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala kehren. Und das ist was Schönes. Das ist was Wunderbares. Es gibt kein Exil, so dass Allah dich wegschiebt und sagt, du kannst nicht mehr zurück. Schau mal, ach, du, egal, welche Sünde du begehst, egal was für eine Sünde, sogar wenn einer Schild gemacht hat, kann er Reue finden bei Allah subhanahu wa ta'ala, natürlich. Wie konvertieren denn die Leute zum Islam, die vielleicht jahrelang Schild begangen haben? Auch in der Zeit, wo du lebst, Allah kann dir alles vergeben. Aber wenn du stirbst, dann ist nicht immer alles vergebbar. Also Schild sagt Allah subhanahu wa ta'ala, vergib dir nicht, wenn du mit Schild stirbst. Aber in der Zeit, wo du noch lebst, kannst du zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Stell dir das vor, Achim. Und das ist, was wir den Brüdern und den Schwestern, sagen wir mal, jetzt heute sitzen wir mit den Brüdern, die alle beten, mashallah, und ich weiß, dann alle bedeckt sind, tabarak Allah, und alles super. Aber was wir den Geschwistern mitgeben müssen, als ihre Geschwister, weil liebe Geschwister, der Bruder und die Schwester, die vielleicht heute rausgegangen in die Disco oder irgend andere Dinge vorhat, als sich mit Islam zu beschäftigen. Sie bleiben Geschwister. Einer sagt, wie, ach, die machen Sinne. Ach, es gab Sahabier und Sahaba, die Sinne gemacht haben. Es gab's. Kennen wir nicht, Sahabier zu Prophet Sallam gegangen ist, hat gesagt, ich habe Sinne gemacht. Und sie wollte die Strafe dafür haben. Es gab, ach, die hat den Prophet Sallam gesehen. Was sagst du jetzt? Die haben nicht Prophet Sallam gesehen. Wir müssen zu diesen Geschwistern und das vermitteln und sagen, du hast die Chance zurückzukommen. Die Türen sind offen, sind nicht für dich geschlossen, bis der aufhört zu atmen. Sie bleiben, oder wir müssen das vielleicht auch selber, uns selber sagen. Wir müssen uns auch daran erinnern, welchen Herrn wir anbeten. Brüder im Glauben, Schwestern im Islam. Egal, wann wir über Allah subhanahu wa ta'ala reden, ist es immer nutzvoll für den Gläubigen. Für den Gläubigen, für denjenigen, der nachdenkt, für denjenigen, der sein Leben opfert, für denjenigen, der sich unterwirft. Wir wissen, Al-Islam, das Wort Al-Islam bedeutet Unterwerfung.
Derjenige, der sich unterwirft, derjenige, der opfert für Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der sein Leben gerichtet hat auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala, egal wann wir über Allah reden, es ist ein Nutzen für uns. Und auch wenn wir die Dinge schon gehört haben, auch wenn du gewisse Dinge schon gehört hast, wie schnell vergessen wir? Wie schnell vergessen wir? Lass uns morgens aufstehen, erwischt uns wieder die Sünde vielleicht. Gleich vielleicht nach dem Vortrag. Wir hören uns den Bruder Badam gleich an und dann gehen wir aus der Masjid raus. Und vielleicht fangen wir an zu lästern. Vielleicht fangen wir an schlechte Dinge zu denken. Vielleicht schauen wir in schlechten Dingen. Vielleicht reden wir schlechten Sachen. Keine Ahnung. Versteht ihr, warum das wichtig ist? Was ich sehe bei unserer Umma ist, dass wir vergessen Dinge zu wiederholen. Uns vergessen wieder an Dinge zu erinnern. Es ist immer schön, wenn wir uns daran erinnern. Auch wenn das manchmal gegen einen selbst spricht. Muss einfach gesagt werden. Es muss gesagt werden. Guck mal, die Deutschen sagen, die Übung macht den Meister. Kennt diesen Spruch der Deutschen? Die Deutschen bei uns in Deutschland sagen immer, die Übung macht den Meister. Jemand, der seine Tat, seine Tätigkeit wiederholt und immer wieder übt. Ein Fußballer, ein Läufer, ein Sportler, der immer sein Ding wiederholt. Ein macht, der wird dann später gut. Subhanallah, in der Religion ist das dann umso, so wichtiger. Lassen wir die Aussage der Deutschen, aber trotz dessen, die Weisheit bleibt. Es ist wirklich so. Und die Muhadithun, die Ahlu Hadith, die Leute des Hadith, die sehr hochgestuft werden, liebe Geschwister, von den großen Gelehrten, die die Aussagen des Propheten bewahrt haben, was sagen sie, liebe Geschwister? Die sagen Wiederholung. Wiederholung, sagen die, ist die gewonnene Zeit auf dieser Erde. Diskutieren, Diskussion ist die verlorene Zeit auf dieser Erde. Schau mal, Achi. Die Ahlul Hadith sagen das. Nicht ich und du, diejenigen sagen das. Und deswegen, Achi, das ist sehr, sehr wichtig. Und umso mehr wir wiederholen, umso mehr wir uns daran erinnern, an Dinge, die wir schon gehört haben, liebe Geschwister, umso besser tut das unserem Herz. Auch wenn schwere Zeiten über uns kommen. Egal, was über uns kommt. Liebe Geschwister, es ist sehr wichtig, dass wir es wahrnehmen. Das ist sehr wichtig, dass wir es wahrnehmen. Da uns so oder so früher oder später der Tod ereilt. Und wir wissen das. Deswegen, liebe Geschwister, bi'idhnillah sind wir von denjenigen, wo Allah schon sagt, dass die Ermahnung nutzt für uns. Er sagt, ihr ermahnt uns, wo die Ermahnung nutzt. Ermahnung wird sich nur lassen, derjenige, der Allah fürchtet. Guck mal, wie Allah schon definiert. Er sagt, ermahnt da, wo die Ermahnung nutzt. Und ermahnen wird sich derjenige lassen, der nur fürchtet. Sagt Allah subhanahu definiert ganz klar, dass die Ermahnung nur eine bestimmte Persönlichkeit erreicht. Und nicht jeden. An manchen geht das an den Ohren vorbei, interessiert das gar nicht. Ist ja nicht wichtig. Aber derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal fürchtet, den wird die Ermahnung nutzen. Und wir sollen von denjenigen, die ihn das nutzt, wir sollen von denjenigen, von genau von dieser Sorte werden. Das ist sehr für uns wichtig ist. Egal, was wir vorher getan haben, egal, welche Sünde wir davor begangen haben, egal, was wir für Schrott oder egal, was wir für Dreck wir stecken haben, egal, was wir in uns tragen, liebe Geschwister, vielleicht senkt uns die Sünde am Hals, aber es spielt keine Rolle. Ach, wenn wir Allah Azza wa Jal fürchten, wenn wir ermahnt werden, lassen wir uns ermahnen. Wenn ein Bruder uns sagt, wir sitzen zusammen und wir fangen über dumme Dinge zu reden und der eine sagt, lass mal sein, dann ist das für dich eine Ermahnung. Und keine Beleidigung. Das ist keine Beleidigung. Viele Leute fühlen sich beleidigt danach. Es ist eine Ermahnung. Ach, ist doch, dafür sind wir doch gegenseitig da. Wozu sind wir dann eine Umma? Wozu nennen wir uns Jama'a? Wozu nennen wir uns Bruder? Wozu nennen sich Schwestern Schwestern? Wenn wir uns nicht gegenseitig zum Guten ziehen können. Und ihr kennt das, sagst du einen heutzutage, als hättest du seine Mutter beleidigt. Als hättest du keine Ahnung, was beleidigt, Auzubillah. Dabei sagst du nur, fürchte Allah. Versteht ihr, liebe Geschwister, so funktionieren wir doch. In welchen, wie viele Hadithe kennen wir? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Mu'min ist ein anderer Mu'min, ein stützendes Teil. Oder Al-Mu'min, Miratul Mu'min, der Mu'min ist der Spiegel des Mu'min. Das ist die Gegensatz, das heißt, das ist ein Spiegel für dich. Wie viele Hadithe kennen wir darüber, liebe Geschwister? Aber dann zur Praxis, es muss bei der Praxis funktionieren. Da bleibe ich, Geschwister, wie gesagt, weil ich will auch, dass der Bruder Abu Adam redet, spricht und euch gewisse Wörter mitgibt. Ich nehme diese 15 Minuten reichen.
Möge Allah, wie gesagt, subhanahu wa ta'ala, euch belohnen dafür, dass ihr geblieben seid. Verzeiht uns noch einmal, dass wir es nicht geschafft haben, rechtzeitig hier zu sein. Das ist eigentlich, wie gesagt, es ist nicht auszureden. Ich hoffe, dass Allah uns auch verzeiht und dass wir euch so viel Zeit genommen haben und ihr die ganze Zeit hier warten müsstet. Und trotzdem bitten wir um Verzeihung von eurer Seite. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen, von uns akzeptieren, unsere Sünden vergeben, uns zu besseren Muslime machen und uns ins Paradies bringen. Barakallahu fikum.